Das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg hat die Abteischule in Hamborn wegen Corona-Verdachts geschlossen. 18 Kinder haben nach Angaben der Stadt über Symptome geklagt. Mobile Teams testeten sie am Dienstag. Zuvor war bereits ein Elternteil zweier Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Familie befindet sich in Quarantäne. Bis zu den Sommerferien soll hier nach übereinstimmenden Medienberichten kein Unterricht mehr stattfinden. Erst am 15. Juni sind die Grundschulen in Duisburg nach der dreimonatigen Corona-Pause in den Regelbetrieb gestartet. An der Straßenbahnhaltestelle Rheintörchenstraße in Duisburg-Warnheimer Ort hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 81-jährige alte Frau wurde beim Überqueren der Straße von einer Bahn erfasst und tödlich verletzt. Die Frau kam noch ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Sie starb jedoch am Dienstagmorgen, wie die Polizei Duisburg mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Beamten suchen dringend Zeugen, die Angaben machen können oder die Seniorin kurz vor dem Unfall gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund haben sich am Dienstagmorgen vor dem Duisburger Rathaus für einen kommunalen Schutzschirm stark gemacht. Vor allem nehmen die Demonstranten die Landesregierung wegen einer Altschuldenregelung der hochverschuldeten Kommunen in die Pflicht. Die Gewerkschaften befürchten durch die Corona-Krise weitere Einschnitte und Sparmaßnahmen. Um handlungsfähig zu bleiben, habe die Altschuldenregelung für Duisburg eine besondere Bedeutung. Die Stadt hat derzeit rund 1,2 Milliarden Euro Schulden. Das Kultur- und Stadthistorische Museum kann nun auch virtuell über das Internet besucht werden. Die Stadtgeschichte-Ausstellung und die Mercator-Schatzkammer wurden digital vermessen und in 360-Grad-Ansichten gescannt. Das Ergebnis, das durch die Stadtwerke Duisburg und die Smart City-Initiative der Stadt möglich wurde, kann über die Website vom Kultur- und Stadthistorischen Museum betrachtet werden. Auch in Zukunft will das Museum diese Technologie interaktiv nutzen. Der Arbeitskreis Schulbegleitungen der Bildungsgewerkschaft GEW ruft für Mittwoch alle Schulbegleitungen, Eltern und Lehrer zur Kundgebung auf. Vor der Grundschule Klosterstraße will die Gewerkschaft auf die Zustände für die Integrationshelfer aufmerksam machen. Die Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund sollen zu Verbesserungen bei Bewilligungen und Einsatzplanung aufgefordert werden. Seit Beginn der pandemiebedingten Schulschließungen seien die meisten Beschäftigten in Kurzarbeit. Zum Zeichen des Protests soll am Mittwoch die Grundschule Klosterstraße mit einem roten Faden umzingelt werden. Nach der Absage der Aufführungen Spatz und Engel und Willkommen bei den Hartmanns in der Glückauffalle in Homberg gibt es nun Ersatztermine. Die Komödie Willkommen bei den Hartmanns wird am Mittwoch, den 23. September 2020 und das musikalische Schauspiel Spatz und Engel am Montag, den 19. April 2021 nachgeholt. Beide Aufführungen finden jeweils um 20 Uhr statt. Die erworbenen Abonnement- und Einzelkarten behalten ihre Gültigkeit. Heiß und sonnig ging es heute in Duisburg durch den Dienstag. Und auch am Mittwoch bleibt uns das Sommerwetter erhalten. Die Sonne brennt den ganzen Tag vom Himmel und sorgt für Temperaturen von bis zu 29 Grad. Auch am Donnerstag bleibt die Sonne dominant. Ab Mittag ziehen aber auch einige harmlose Wolken auf. Es bleibt heiß bei Höchstwerten von 29 Grad. Ein ähnliches Bild am Freitag. Es gibt viel Sonne, ab Nachmittag aber auch ein paar schattige Phasen. Das Thermometer klettert nochmal leicht auf maximal 31 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst! Die Duisburger Ordnungshüter blitzen morgen unter anderem auf der Karl-Lehr-Straße in Neudorf Süd und auf der Erlenstraße in Warnheimer Ort. Baustellen behindern unter anderem in Hamborn die freie Fahrt. Wegen Straßenbauarbeiten gibt es Einschränkungen auf der August-Thyssen-Straße. Die ist zwischen Margrafenstraße und Walter-Rathenau-Straße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Walter-Rathenau-Straße umfunktioniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen. Und in Beek gibt es eine Sperrung auf der Friedhofstraße. Der gesperrte Bereich wandert abschnittsweise zwischen der Straße am Rönnsbergshof und der Werntgenstraße. Bis August ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.